Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich den Echo-Spot zurücksetzen und somit natürlich auch wieder auf die Werkseinstellungen bringen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Wenn du mit deinem Gerät ein Problem hast, was selbst durch den Netzstecker ziehen und einem Neustart nach 10 Sekunden nicht gelöst werden kann, dann ist meist das Zurücksetzen auf die Werkseinstellung auf jeden Fall sinnvoll. Hierfür müssen wir die Leise- und Stummschalttaste mal für ca. 20 Sekunden gedrückt halten und dann sollte das Zurücksetzen auch schon von alleine starten. Scanne den QR-Code, um die Alexa-App zu öffnen. Das Gerät befindet sich wieder auf den Werkseinstellungen und jetzt können wir es auch schon mal, wie in einem extra Video gezeigt, erneut einrichten. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch so einen Echo-Spot hier zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.